Fernsehturm und uns liegt eine Grünanlage. Auch sie stammt noch aus DDR-Zeiten, das Marx-Engels-Forum. Über den Hub wachen überlebensgroße Bronzefiguren der beiden Verfasser des Kommunistischen Manifestes. Trotz aller Kontroversen erzeugen die blattgewetzten Knie die Hände des sitzenden Karl Marx. Die beiden müssen als Kompromisse sind. Die Brücke, die vor uns auftaucht, heißt Rathausbrücke. Den Namen hat sie, weil sich das neue rote Rathaus nicht weit von ihr befindet. Das angestaute Spreewasser nutzen.